Gebirge des Schicksals bildet den höchsten Punkt von ganz Phantasien. Und hier, in einer verborgenen Kristallhöhle, schreibt der alte Mann des wandelnden Berges sie auf. Die unendliche Geschichte. Und weiter. Immer mit der Ruhe, das finde ich schon raus. Es wird ein Tag kommen, da der Schreibstift anfangen wird, sich seltsam zu gebärden. Durch das Niederschreiben der unendlichen Geschichte zunehmend schwieriger wird. Das ist ein Zeichen dafür, dass das Nasty unterwegs ist. Eine böse Macht, die von jungen Menschen das erste Mal Besitz ergreift, wenn sie sich von den Büchern und dem Lesen abwenden. Um das Nasty aufzuhalten, und sei es nur vorübergehend, bedarf es eines außergewöhnlichen jungen Menschen, der Bücher geradezu verschlingt, eine blühende Fantasie hat und wirklich außerordentlich viel Mut aufweist. Die Bücher sind nach dem Duodezimalsystem katalogisiert. Sieh im Karteikasten nach. Psst. Psst. Wenn hier jemand Psst macht, dann ich, junger Mann. Für das Psst ist der Bibliothekar zuständig und nicht irgendein Rotzbengel mit einem Haarschopf, der aussieht wie das Hinterteil von einem Stachelschwein. Herr Koriander? Herr Koriander, kennen Sie mich denn nicht mehr? Bastian, Bastian Balthasar Bax. Bastian? Was um alles in der Welt ist mit dir passiert? Das ist alles ein bisschen kompliziert. Ich verstehe. Und wieso bist du so weit von zu Hause weg? Wir schwänzen doch nicht etwa die Schule, oder? Nein, wir sind umgezogen. Das ist meine neue Schule. Leider Gottes. Ich verstehe. Na ja. Du kannst ruhig hier bleiben, bis es läutet. Aber nicht länger. Du willst doch nicht am ersten Tag zu spät kommen. Da ist die Schatzinsel. Die kenne ich noch aus Ihrem alten Laden. Kommen die anderen Bücher auch daher? Aha. Die unendliche Geschichte. Sie ist von jetzt an nur noch ein Nachschlagewerk, und zwar ohne Ausnahme. Sie darf aus der Bibliothek nicht entfernt werden, unter gar keinen Umständen. Die geht ja weiter. Natürlich geht sie weiter. Was auch immer du machst, ist nun mal Teil deiner Geschichte. Also bohr vielleicht das nächste Mal lieber nicht in der Nase. Ich muss noch ein paar Bücher aus dem Wagen holen. Und denk daran, wer kommt zu spät am ersten Tag, sehr bald dafür bezahlen mag. Die Nasties. Ein Jahr nach Bastians zweiten Besuch in Phantasien hatte sein Vater endlich eine Frau gefunden, die er heiraten wollte. Sie war geschieden und hieß Jane Baxter. Janes Haus war für eine vierköpfige Familie besser geeignet. Und das bedeutete für Bastian ein neues Zimmer, ein neues Wohnviertel und was am schlimmsten war, eine neue Schule. Schatz, wo ist Nicole? Sie kommt gleich runter. Ah, ja, gut. Aber vielleicht hatte sein Vater ja recht und das Ganze würde sich lohnen. Bastian hatte sich schon immer eine Schwester gewünscht. Oder einen Bruder. Jemand, dem er seine Träume erzählen und seine Geheimnisse anvertrauen konnte. Jetzt würde er endlich jemanden haben. Hey, Kleines, komm schon. Die Familie sollte an einem Strang ziehen. Willst du dir nicht mithelfen? Die sind nicht meine Familie. Und das ist auch nicht ihr Haus. Nicole. Dr. Dumont hat gesagt, es dauert seine Zeit. Aber ein Stück entgegenkommen musst du ihnen wenigstens. Wofür denn? Du lässt dich ja sowieso wieder scheiden. Nicole, diesmal wird es anders. Das verspreche ich dir. Denk doch nur mal dran, was für einen tollen neuen Bruder du hast.
Kinderzimmer von meiner Mutter. Oh, sie näht wahnsinnig gern, weißt du? Es wundert mich ja wirklich, dass sie es dir überlässt. Also, ich würde das nicht tun. Du kannst einen haben, wenn du willst. Ich habe massig davon. Was soll ich damit? Kristalle sind was Doofes. Denkst du, so ein Kristall kann einem wirklich einen Wunsch erfüllen? Ich bitte dich. Verschon mich mit diesem ganzen New Age-Mist. Kristalle können Wünsche gar nicht erfüllen. Nur das Aurin kann sowas. Das Aurin? Du darfst es keinem verraten. Okay. Das Aurin ist die Halskette der Herrscherin über ganz Phantasien, der kindlichen Kaiserin. Bitte. Ich erfinde das nicht. Das steht alles schwarz auf weiß. Und wo? In einem Buch? In der unendlichen Geschichte. Und ich höre mir das auch noch an, weil ich denke, es ist wahr. Du bist doch wirklich nicht ganz dicht. Kriegt ihr euch schon in die Haare, ihr beiden? Siehst du, sie beschnuppern sich schon. Ja. Wiedersehen, Frau. Dein Mann ist so gegen sechs wieder zu Hause. Du siehst gut aus, Liebling. Danke. Okay, Kinder, wir werden uns jetzt auf die Socken machen. Ganz schön energisch. Ich bin wohl zu streng gewesen. Er braucht mehr Zeit. Lass dir ruhig Zeit, Bastian. Ich kann dir fürs zu spät kommen eine Entschuldigung schreiben. Jane, du hast es vorhin richtig gemacht. Ich will nur nicht, dass er mich für sowas wie einen Schleifer hält. Los, runter, ein bisschen plötzlich und Abmarsch, zack, zack! Barney. Das mache ich schon, seit er drei ist. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich fahre schon mal den Wagen aus der Garage raus. Okay, wenn ihr soweit seid. Du wirst doch so nicht in die Schule gehen wollen. So was? Das ist so un. Un? So uncool, unraffiniert, unabgefahren, einfach un. Ach. Un. Du wirst dich wundern. Du hast so eine Meise. Nicole. Alle warten schon darauf, meinen sogenannten Bruder zu sehen. Sogenannten? Okay, Kinder, da wären wir. Nicole, warte doch auf Bastian. Jane, hast du vielleicht zufällig einen Kamm oder eine Bürste? Schatz, ich finde, daran hättest du denken sollen, bevor du... Nein, habe ich nicht. Aber mach dir keine Sorgen. Du siehst absolut imposant aus. Ehrlich. Imposant. Imposant. Ach du meine Güte, der neue Bruder. Ist der echt? Ich schnall ab. Was ist das denn? Nicole. Los, gehen wir. Nicole! Nicole, warte! Wo ist das Jungenklo? Ich muss das Zeug aus den Haaren rausmachen. Ich kann dir jetzt nicht zeigen, wo das Klo ist. Ach du meine Güte. Bring sie weg hier. Nicole, komm schon! Lauf weg!
du mich, Bubi? Ja, was liegt an? Ich meine... Ja, es liegt was an. Könnt ihr mir zeigen, wo das Jungklo ist? Oder es mir sagen? Doc, sollen wir es ihm sagen oder es ihm zeigen? Du weißt, ich hasse diese Entweder-Oder-Fragen. Ja, weil du weder Hirn noch Verstand besitzt. Oh, okay. Ja. Du bist wohl neu hier, du Zwerg? Ja. Da halte ich es nur für angemessen, dass du persönlich von uns zum Jungklo gebracht wirst. Ich finde das schon allein. Ich meine, ehrlich, ich... Und hast du auch einen Namen? Bastian Balthasar Bax. Balthasar? Was soll das denn für ein Name sein? Bist du ein Viking oder was? Vergiss nicht zu spülen, Balthasar. Oh, Mr. John, was gibt's denn? Wie oft wollt ihr Nulpen eigentlich die letzte Klasse noch wiederholen? Bis wir einen Rekord aufgestellt haben. Das könnt ihr euch abschminken. Der Schulleiter hat gesagt, wenn er euch nochmal hier unten erwischt, dann fliegt ihr alle von der Schule. Ist ja die Härte. Wir sind hier doch nur zu Studienzwecken unten. Wir untersuchen die Rohrleitungen auf Verstöße gegen den Umweltschutz. Sowas. Lass mich raus! Aufmachen. Lass mich raus! Balthasar, da bist du ja. Nein, wir haben ihn da nicht eingesperrt. Nein, Mr. John, man hat uns hier runtergeschickt, um ihn zu suchen. Wirklich, so sieht's aus. Fragen Sie ihn. Fragen Sie ihn? Können Sie echt dafür sorgen, dass die fliegen? Oh, ja. Die haben mich entführt. Die haben mich eingesperrt und wollten, dass ich verhungere. Hey, Mr. John, können wir das nicht ausdiskutieren? Hey, Slip, was ist, wenn wir jetzt wirklich von der Schule fliegen? Ich will nicht von der Schule fliegen. Los, den schnappen wir uns. Der hat uns das alles eingebrochen. Die Geschichte geht tatsächlich weiter. Bring mich zurück nach Phantasien! Los, komm schon, wird's bald! Das ist meine Geschichte. Ich sage zurück nach Phantasien, weg von den Nesties! Wo ist er hin? Findet ihn vorwärts! Ja! Geht eine furchtbare Wurzelseuche um. Komm jetzt essen, Süßelschnurz. Es gibt ein Leibgericht. Frosch und Eidechseneintopf. Würdest du mich bitte nicht stören, Pfeil? Siehst du denn nicht, dass ich den Nachthimmel beobachte? Ist ja schon. Es ist dasselbe wie gestern und vorgestern. Nach 2 Monaten Wurzelseuche konnte ich endlich wieder einigermaßen schlafen. Und dann das. Jetzt zieh dir das an, damit wir jetzt eine Meinung sagen. Das geschieht dir ganz recht, wenn du deine Riesenlatschen in andere Leute Suppentopf steckst. Wenn ich 1,5 Meter größer wäre, dann würdest du was erleben. Das sag ich dir, junger Mann. Bastian?
Ingivok? Ach, schön, dass du wieder da bist, mein Junge. Ingivok. Tut mir leid, das mit eurem Haus. Ich muss falsch abgebogen sein. Irgendwo. Ah, ja, weißt du, die Reise zwischen den Welten ist eine sehr ungenaue Wissenschaft. Ich habe mal eine Abhandlung über dieses Thema geschrieben. Da ging es um... Ja. Ist schon gut. Ist halb so wild, das kriege ich wieder hin. Wenn ich diese miese kleine Ratte in die Finger kriege, dann werde ich ihn so lange durchschütteln, dass er glaubt, es wäre ein Erdbeben! Ja, vielleicht versteckt er sich ja in einem der Bücher. Hallo, Balthasar! Hat jemand da drin nachgesehen? Ja, da ist bloß ein Haufen Schrott. Die unendliche Geschichte. Ich glaube, die habe ich noch nicht gelesen. Die muss ich ganz oben auf meine Leseliste setzen. Weißt du was? Setz lieber Lesen, Lernen ganz oben auf deine Liste. Hey, wieso behandelst du mich immer so mies? Schau einfach in den Spiegel. Dann weißt du, wieso. Psst! Er hatte nur eins im Sinn, die Flucht vor den Nasties. Nasties? Bastian rannte zur nächstgelegenen Tür. Es war die Schulbibliothek. Die Nasties! Das sind wir! Also wie kann etwas, das gerade im Moment passiert, bereits in diesem Buch stehen? Das ist einfach nicht möglich! Slip, der Anführer der Nasties, rief zu den anderen, wie kann etwas, das gerade im Moment passiert, bereits in dem Buch stehen? Ja! Das habe ich gerade gesagt. Ja, hast du recht. Ja, das habe ich gerade gesagt. Oh, das ist ja vielleicht cool. Lass mich auch mal, lass mich mal. Okay. Die Schrift ist irgendwie zu klein, weißt du? Weißt du, was zu klein ist? Dein Verstand, du Dämlack. Die Schrift ist in Ordnung. Endlich in Sicherheit. Im Kreise seiner winzig kleinen Freunde saß Bastian vor der gerade wieder zusammengeflickten Gnomenhütte und steckte sich den letzten kleinen Bissen guter Gnomenkost in den Mund. Als er mit der Schilderung dessen fertig war, was ihn zurückgeführt hatte nach Phantasien, steckte sich Ingivok einen frischen Zahnstocher in seinen fast zahnlosen Mund, schüttelte sein zwiebelgroßes, kahles Haupt und erwiderte seinem jungen Menschenfreund mit einem Seufzer: Das ist ja eine Mordsgeschichte, junger Mann. Diese Nasties, die scheinen ja richtig fies zu sein. Bist du fertig mit der Schlangenpastete, Herzchen? Schlangenpastete? Schlange? Ja, ich bin fertig. Sag mir noch eins, wo genau ist das Buch jetzt, Bastian? Es ist doch hoffentlich an einem sicheren Ort, oder? Tja, Und ob es das ist? Ich glaube, da ist was im Busch. Tja, wenn Balthasar es schafft, dass während er dieses Buch liest, in Phantasien alles passiert, was er will, wer weiß, vielleicht schaffen wir es dann, dass ihm etwas passiert, solange er dort ist. Worauf warten wir dann noch? Wir sind die Nasties, wir sind viel! Haben die nicht gesagt, dass heute die Sonne scheint? Ich glaube, ich verschiebe meinen Spaziergang lieber mal. Passt gefälligst auf meine Blätter auf, ja? Hey, da brennt doch irgendetwas. Oh nein, das bin ja ich. Ruft die Feuerwehr, ruft irgendwen. Holt mir Backpulver, ich brenne lichterloh. Oho! Geht rein, rein mit euch, los! Komm schon, Weib und jammer nicht! Ich hab's geahnt, ich hab schon sowas geahnt! Oh nein, hab ich seine Karte! So schön auf! Ach, du heiliger Strohsack! Meine Freunde, meine Heidechsen, meine Vorratskammer ist zerstört! Und meine wissenschaftlichen Experimente! Mein Lebenswerk ist ruiniert! Meine Blätter, meine wunderschönen Blätter! Nein! Der Herbst hat gerade erst lass mich in Ruhe! Und ich bin jetzt schon kahl! Du musst mir helfen, Kleiner. Ich brauche ein Dach über dem Kopf. Das brauchen wir auch!
Das Nest klettert in sein Nest. Auf keinen Fall! Oh Mann. Was kann ich nur tun? Du kannst überhaupt nichts tun, Balthasar. Ich bin der König und du bist mein Sklave. Die Nestis haben die unendliche Geschichte geklaut. Die stecken hinter allem, was sich hier abspielt. Dann geh zurück und leg ihnen das Handwerk, bevor sie hier noch alles zerstören. Aber wie denn? Ich kann nicht zurück ohne das Buch. Es existiert noch ein anderes Transportmittel zwischen den Welten. Das Aurin. Die Kaiserin im Elfenbeinturm hat das Aurin. Also auf zur Silberstadt. Das ist unmöglich und ganz eindeutig das allerletzte Mal, dass ich fliege. Fuchu! Bastian, bist du das? Fuchu, lande! Ich soll landen? Da unten kann ich unmöglich landen. Ich brauche eine Landebahn. Ach komm schon, du kannst überall landen. Du bist ein Glücksdrache. Ein Glücksdrache? Hm? Wenn ich ein Glücksdrache wäre, dann wäre ich schon längst unterwegs nach Las Vegas. Das ist kein Drache, das ist ein zu groß geratener Flugmodel. Oh nein, nicht doch. Ich verliere an Höhe. Vorsicht da unten. Oh, oh, oh. Vorsicht! Oh, ich hasse diesen Teil der Geschichte. Oh, oh. Vorsicht, Vorsicht! Fuchu! Ich glaube, ich habe mir die Schnauze aufgerollt. Fuchu, das hast du toll gemacht. Ach ja, ist dann mir noch alles dran? Du musst uns zur Silberstadt, zur Kaiserin bringen. Nein, ohne mich, da komme ich gerade her. Da spielen auch alle vollkommen verrückt. Was ist mit dem Elfenbeinturm? Sind die Nestis dort auch schon? Leider ja. Und was ist mit der Kaiserin? Ich habe gehört, dass sie in die wandelnden Berge geflohen ist. Dann müssen wir auch dahin. Halt, warte, das habe ich doch nur gehört. Es könnte ja auch nur ein Gerücht sein. Bei so einem Wetter sollte man wirklich nicht durchs Gebirge fliegen. Wir müssen es riskieren, du komischer Jammerlappen. Bastian braucht die Kraft des Aurin. Denn er muss in die Menschenwelt zurückkehren, damit er dem ein Ende machen kann, bevor alles zugrunde geht. Also kommt schon, vorwärts, wir starten. Also ich mit meiner Wurzelseuche? Ich gehe lieber zu Fuß. Na komm schon, Borki. Okay, okay, aber ich sitze in der Mitte. Vergiss es, mich kriegst du nicht in die Luft drauf. Nicht in diesem Ding, komm gar nicht in die Tüte. Halt dich fest, Borki, halt dich fest. Festhalten, woran denn? Hier gibt es keine Haltegriffe, keine Sitzgurte, kein Bordservice. Und von der Zukunft kriege ich einen steifen Nacken. Wir hätten zu Fuß gehen sollen. Ich will endlich runter. Ach, sei doch still. Genieß die Aussicht. Willst du wissen, wie es weitergeht, Bastian? Als erstes übernehmen wir die wandelnden Berge, dann die verborgenen Kristallhöhlen. Und dann gibt es nichts mehr, wo ihr euch verstecken könnt, du und deine kleinen, abartigen Freunde. Hey, da kommt jemand. Oh, Slip, sollten wir nicht zuerst aufräumen? Nein, das überlassen wir dem blöden alten Hausmeister. Los, mach schon, wir verschwinden. Da bin ich wieder. Bastian Walter! Willst du wohl still sein? Psst. Kann Vögel nicht ausstehen. Verschwinde da! I'm born in the Rockies, my heart out of stone. I'm high like a mountain and I love rock and roll. So, dann werde ich mal. Junior, ich hab doch gesagt, keine Felsen vor dem Mittagessen. Schluss! Hat jemand was gesagt von Felsen vor dem Mittagbeißen? Nein, Felsenschmäuzchen. Wärst du wohl so lieb und würdest schnell zu den wandelnden Bergen rüberfahren und mir eine halbe Tonne Kalkstein rausbrechen? Hm? Für dich, Mondgestein, tue ich doch alles. Oh. Du verwandelst meine Lippen immer noch zu Lava. Ach du, fahr jetzt los. Papa! Oh, und vergiss bitte nicht die Sedimentsoße, ja? Aber nein. Junior. Hey, Junior, du nicht!
Junior macht Steinflug. Papa, ich auch mit. Hochheben. Okay, hochheben. Junior. Auf mit dir. Du bist stark wie dein Papa. Papa helfen muss, Junior. Du schaffst das. Papa, losfahren! Okay, Junior, wir fahren einkaufen. Get your motor running. Out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, darling, gonna make it happen. Take the world and the love on brings. Fire all of the guns at once and explode into space. Alex, make a lightning. Have him out of thunder. Racing with the wind. Papa, Harvey. I'm a that I'm under. Yeah, darling, gonna make it happen. Take the world and the love on brings. Fire all of the guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never want to die. Was ist denn nun? Kommt da ein Besucher? Ein Besucher. Beeil dich, mach die Tür auf. Die Kaiserin persönlich. Ich komme ja schon, Kaiserin. Welch eine Ehre, welch eine Ehre. Es ist schön, mal Gesellschaft. Das ist kein gewöhnlicher Besuch, alter Mann. Eine furchtbare Plage hat die Silberstadt erfasst. Ich wurde von einer Macht aus dem Elfenbeinturm getrieben, die so gewaltig war, dass selbst das Auri nichts helfen konnte. Glücklicherweise ist es mir gelungen, dass wir uns bis zu dem geheimen Tunnel durchschlagen konnten. Und so sind wir entkommen. Tja, im Kopf muss man's haben. Für solche Anspielungen haben wir keine Zeit. Wir müssen etwas unternehmen. Was steht im großen Buch drin? Diese böse Macht ist bekannt als das Nasty und kommt aus der Menschenwelt. Aus der Menschenwelt? Also deswegen hat das Aurin keinen Einfluss darauf. Aber wie kann es Phantasien beherrschen? Leider befürchte ich, dass die Nasties jetzt im Besitz der unendlichen Geschichte sind. Du kannst gleich wieder verschwinden, das macht 5 Mäuse. Das ist Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Du musst dorthin gehen. Ich werde dich mit Hilfe des Aurins sofort dorthin wünschen. Nein, 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 wartet, wartet. Hm? Meine teure, hochverehrte Gebieterin über all das, was wunderbar und fantasiereich ist. Sie brauchen einen außergewöhnlichen jungen Menschen, der Bücher geradezu verschlingt, der eine blühende Fantasie hat und außerordentlich viel Mut aufweist. Genauso steht es in dem großen Buch. Hier. Ich werde das Aurin anrufen. O großes Aurin, bring mir den tapferen Menschen, der Phantasien von den Nasties befreien kann. Bastian! Zeig gefälligst ein bisschen Respekt, ja? Es ist saukalt hier drin, aber dafür viel ungefährlicher. Ach, ich hoffe, diese Stalaktiten sind auch ordentlich festgeschraubt. Ach. Oh, oh, meine geliebte Kaiserin. Ich war so besorgt, dass ich die erste Flugmöglichkeit genommen habe. Sei ruhig. Wie geht's dir, Kaiserin? Nicht gut. Aber das Aurin hat mir einen Helden geschickt zur Rettung Phantasiens. Verzeiht mir, kaiserliche Hoheit, aber dürfte ich in aller Demut einen kleinen Einwurf machen? Sei still, Gnome, dafür ist keine Zeit. Das Fiese, das Nasty kommt auf uns zu. Schon bald gehen wir uns gegenseitig an die Gurgel. Gut, fangen wir doch gleich damit an. Hört auf! Dieser Macht dürfen wir auf keinen Fall erliegen. Lass den Gnome reden. Jetzt streng dich mal an.
Bastians Herz ist wohl stark, aber er ist nicht gerade ein Arnold Schwarzenegger, was seine Muskelpakete betrifft. Nein, halt die Klappe. Das Aurin kann ihn zwar dorthin befördern, aber ist er erstmal in die Menschenwelt zurückgekehrt, wie soll er es da schaffen, dieser Bande das Buch wieder wegzunehmen? Der Gnom hat recht. Da hörst du's. Du wirst das Aurin mit dir nehmen. Du wirst dich damit selbst in die Menschenwelt zurückwünschen. Bediene dich der Kräfte des Aurins und bring das Buch in die Hände seines Hüters zurück. Aber gebrauche seine Kräfte nur, um die Nasties aufzuhalten. Danach musst du es mir zurückbringen. Weg, weg, weg! Trete zurück! Mach dem Jungen doch Platz zum Wünschen! Na dann los! Wenn du in eine andere Welt zurückkehren willst, Bastian, dann musst du dir das schon fester wünschen. Ich kann nicht. Wenn der Kleine noch fester wünscht, dann kriegt er am Ende noch einen Wunschekater. Geh aber nicht zu weit weg, Junior. Ach, was soll's? Das kann doch nicht so schwer sein. Dann werde ich dem Jungen mal einen hilfreichen Ast reichen. Hier, schnapp dir zwei. Mach schon! Halt dich an seinem Ohr fest, Bastian! Oh, Bastian! Hallo, Papa! Ah, Junior! Komm zu! Junior, auch mit mir! Vorsicht! Vorsicht! Ah. Au, ein Fuß! Papa, hilf mir! Jetzt sind alle weg! Es hat wohl eine Wunschüberlastung gegeben, weißt du? Aber keine Sorge, mein kleines Giftpilzchen. Wir sind in Sicherheit, weißt du, wir und die anderen sind nicht damit in Berührung gekommen. Dein Körper ist hinüber. Dein Körper ist schon seit Jahren hinüber. Was zum... Nein. Das darf einfach nicht passieren. Phantasia, komm zurück! Was geht hier vor? Sie sind verloren, alter Mann. Hilf mir, was soll ich tun? Oh, ich bin doch nur ein Chronist, Kaiserin. Was soll ich schon tun? Bastian, kannst du mich hören? Ich habe dir etwas äußerst Wichtiges zu sagen. Das Buch. Hiermit wünsche ich mir, dass die unendliche Geschichte die Nasties verlässt und hier zurückkehrt. Nicht, Bastian, hör auf! Kaiserin? Bastian, die Phantasia, die dir geholfen haben, sind in eine Wunschüberlastung geraten und sind jetzt mit dir drüben in der Menschenwelt. Du darfst jetzt die Kräfte des Aurins nicht benutzen, um die Nasties aufzuhalten. Wieso nicht? Weil dann das neue Phantasien, das darauf folgt, anders sein wird. Sie würden nicht mehr dazugehören. Das liegt doch in meiner Fantasie. Ich sorge dafür, dass sie eben auch ins neue Phantasien gehören. Nein, Bastian. Du musst sie finden, alle fünf. Du musst sie alle zusammen hierher zurückbringen nach Phantasien, bevor du das Buch seinem Hüter zurückgibst. Oder sie sind für immer verloren. Okay. Die alte Schule tut mir echt total fehl. Das ist ja nichts Neues. In der Schule fehlst du jetzt schon seit 5 Jahren. Hey, hört euch das an. Schon immer wünschte Bastian sich eine Schwester oder einen Bruder. Jemand, dem er alles anvertrauen konnte. Jetzt endlich würde er so jemanden bekommen. Das Problem ist nur, er sitzt in Phantasien. Vielleicht erlauben wir ihm, dass er eine Postkarte schickt. Der ist wieder da. Na, warte. Aus dem Weg! Wir haben nichts getan. Immerhin hat er das Buch geklaut. So steht's auch in der unendlichen Geschichte. Oh, irgendwie habe ich schwer das Gefühl, dass ich nicht mehr in Phantasien bin. Hier oben scheint ja auch sonst niemand zu sein. Ich hoffe nur, dass ich nicht das einzige fliegende Wesen in dieser Gegend bin. Oh, Verzeihung, Gnädigste. Dürfte ich Sie kurz was fragen? Ich habe mich nämlich etwas verflogen.
Ach, wo bin ich? Das war wirklich das letzte Mal, dass ich mir was gewünscht habe. Wo steckt der Bengel? Verzeihung, meine Damen, aber hat einer von euch vielleicht einen Menschen gesehen? Etwa anderthalb Wurzeln groß, hört auf den Namen Bastian Bax? Hä? Oh, keine Angst, Gnädigste. Ich klaue Ihnen Ihre Tannenzapfen schon nicht. Och, wo bin ich hier nur hingeraten? Balsabäume, Schierlinge, Tannen, Eichen, Espen, Ahorn sogar. Und was die für eine Borkenbildung haben, mit meiner nicht zu vergleichen. Wo bin ich hier nur auf der Greenpeace-Versammlung? Oh! Oh nein, ein Kettensägen-Massaker! Onkel Rocky? Oh, da hinten lauert ein Massenmörder. Oh nein! Ach du grüne Borke, ich muss weg von diesem Ort des Grauens. Oh! Augenblick mal. Wir sind soweit fertig. Okay, dann fahrt mal los. Das bringt mich auf die Idee. Schmeckt sie fein. Nicht fein. Halt die Felsen steif, Kleiner, ich rette dich mit ein bisschen Glück. Festhalten, Kleiner! Aua! Papa! Ich komme! Aha, Papa! Ich hab dich! Davon werden meine Kreuzschmerzen auch nicht besser. Junior, Hunger! Hä? Okay, okay. Wir werden am nächsten Berg halt machen. Ah, fein! Einfach toll, wenn man zu einer netten Familie nach Hause kommen kann. Barney? Sie sitzt vor dem Fernseher. Hey, Nicole, wie geht's? Wie war dein Tag? Gut. Großartig. Barney. Und Bastian, ich wette, der sitzt oben und lernt noch. Barney, die Schule hat heute angerufen. Offenbar hat Bastian die ersten drei Stunden geschwänzt. Naja, und er hat aus der Schulbibliothek ein Buch gestohlen. Es heißt Die unendliche Geschichte. Barney. Nach was willst du Ausschau? Nach nichts. Hast du Lust zu reden? Ich kann nicht. Ich bin beschäftigt. Oh. Irgendwelche Probleme in der neuen Schule? Schon Freunde gefunden? Ich komm schon klar, okay? Okay. Ich dachte nur, dass es... naja... manchmal hilft, wenn man sich alles von der Seele redet. Hier ist alles neu für dich. Und das wird für eine Weile schwer sein. Also willst du nicht etwas? Schön. Dad? Ja? Mich nervt einfach alles. Okay? Okay. Kommt schon, Jungs, ihr müsst mich unbedingt finden. Ich würde euch nie finden. Die Welt ist viel zu groß für einen Jungen ohne Führerschein. Mit wem redest du da? Mit niemand. Ich habe nur ein Lied gesungen. Fiel mir gerade ein. Meine Mom und dein Dad glauben, du hast sie nicht mehr alle.
Sie wollen dich vielleicht in eine Nervenheilanstalt einweisen lassen. Naja, dann kriegt meine Mom wenigstens ihr Nähzimmer wieder. Oh, sehr witzig. Oh, wo hast du das denn her? Etwa von der Kaiserin? Du erwartest doch nicht im Ernst, dass jemand auch nur ein Wort von diesem ganzen Zeug glaubt. Ist mir egal, was jemand glaubt. Ich verstehe das nicht. Weißt du, wieso zeigst du uns nicht einfach was aus deinem Phantasien oder wie das heißt? Ich kann nicht. Ich wünschte, ich könnte es. Aber ich kann nicht. Schön. Ganz wie du meinst. Bastian hielt traurig das Aurin in der Hand, unfähig, den einen Wunsch zu wünschen, der in Phantasien alles wieder in Ordnung brächte und der es ihm ermöglichen würde, sein eigenes Leben weiterzuleben. In der Menschenwelt. Bastian ging wieder an sein Teleskop und hoffte wieder alle Vernunft auf ein Zeichen seiner fantastischen Freunde. Im Laufe der Nacht wurden seine Lieder immer schwerer und schwerer, bis er sanft hinüberglitt in den Schlaf. Dann werde ich ihm jetzt sein Leben in der Menschenwelt etwas umkrempeln. Eine Schwester kriegt der nie, dafür sorge ich. Das hört sich gut an. Chef, wäre es nicht besser, wenn wir erstmal versuchen, dieses Klaurin in die Finger zu kriegen? Es heißt Aurin. Du Schwachkopf! Aber vielleicht hast du diesmal recht. Diese Phantasier könnten hier jeden Moment auftauchen. Das Buch könnte uns aus den Fingern geschnappt werden, bevor wir dazu kommen, die Stelle zu lesen. Weißt du was, Slip? Klauen wir einfach die Kette und wir können das Buch behalten. Permanente Kontrolle über Balthasars Geschichte. Fuchur. Da! Phantasien! Oh, das glaube ich zwar weniger, aber wir sehen uns das mal an. Drachen. Entschuldigung. Hey, du gefällst mir. Fuchur! Los, sieh da drüben nach! Ja, ist gut, da drüben. Oh, hallo, Bastian! Nala! Los, hinterher! Junior! Bastian! Fuchur, alles klar mit euch beiden? Doch! Los, hol dir die Kette! Aber wieso? Ich meine es ernst! Also vorwärts! Geh schon! Okay! Na los, mach schon vorwärts! Papi, Bastian! Nichts wie weg hier! Ah, du Riesentrottel! Wieder den! Oh nein, der wird die Fressen! Meine kleinen Papiertigerchen. Ich schau mal wieder vorbei. Yeah. Da vorne sind sie hinterher. Kling, kling, kling. Genie, hast du eine Ahnung, wo wir sind? Oh ja, das
ist ganz eindeutig die Menschenwelt. Das Wetter ist so unberechenbar. Weißt du, es gibt nämlich so ein riesiges Loch. Ja, und dieses Loch sitzt mitten in deinem Gesicht. Wieso machst du es nicht endlich mal zu? Oh, ist das hier rutschig? Los, komm schon. Du keuchst ja wirklich nicht schlecht, meine Liebe. Federal Express. Es gibt allerdings ein kleines Problem, mein zerdrücktes Primus. Ja, offenbar sind wir einige tausend Meilen weit von Bastians Haus weg. Ach, du schwachschädiger Schwachkopf. Nein, 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 ich kann eine kleine Flugmaschine erfinden. Aber das könnte ein Weilchen dauern. Guten Abend. Guten Abend, Mr. McClancy. Wann wird es ankommen? Morgen Nachmittag. Komm schon! Los, rein mit dir! Wir schreiben einfach Bastians Adresse auf das Paket, wenn die Luft rein ist. Na, hoffentlich kriegen wir auch den ganzen Extra-Service. Das Nasty könnte den wandelnden Berg schon erreicht haben. Wenn es bis zur Kaiserin vordringt, dann ist alles aus für Phantasien. Los, flieg schnell auf Huchur. Ja, ja, du hast ja leicht reden, Bastian. Mein Rücken bringt mich noch. Also gut, dann bring mich zu mir nach Hause. Ich bleibe dort mit Junior. Und du suchst weiter. Na gut, wenn du meinst. Da bist du ja endlich. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass du mit Junior bei diesem Wetter noch draußen bist. Wo ist Junior? Ja, er ist, Wo ist Junior? Also er, Und wo ist der Rest von ihm? Der ist in der Menschenwelt. So ist es schon besser. Wieder den. Mit etwas Glück findet er sie bis morgen. Komm mit. Schlafend müde. Warum trifft es immer mich? Du schläfst hier drin. Hier wird dich niemand bemerken. Müde jetzt. Okay, so ist gut. Und dass du mir unter gar keinen Umständen hier rausgehst. Bussi haben will. Gute Nacht. Mama. Junior, mein Baby. Junior, Hunger, Bastian! Psst. Hör auf! Lass das! Nicht doch! Nein, Ivy. Lass das jetzt! Ich schätze, das kommt aus der Küche. Wir haben den Vorteil der Überraschung auf unserer Seite. Nein, Junior, nicht doch! Würdest du mir vielleicht verraten, warum du die ganzen Geräte laufen lässt? Ich wollte mir nur eine Kleinigkeit zu essen holen. Da dachte ich mir, ich mache vielleicht gleich einen Test, um zu sehen, ob auch alles in der Küche funktioniert. Um 1 Uhr morgens? Gut gemacht, Bastian. Ja, es ist immer gut, sowas zu tun, solange der Nachttarif gilt. Das war wirklich sehr kostengünstig gedacht von dir. Hey, eine schöne Kette. Danke. Wo hast du die her? Aus dem Pfandhaus. Dem Pfandhaus? Aus dem... Nee, was? Komm jetzt, bitte. Geh nicht zu spät ins Bett, Bastian, okay? Schlafi, Schlafi bei Bastian? Nein, du kannst nicht Schlafi bei Bastian. Oh.
bitte. Na schön, aber sei jetzt still. Oh. Wenn das möglich ist. Junior, froh. Komm, Junior, auf Zehenspitzen. Junior, nicht müde. Psst, sei jetzt Junior, still. Junior, gar nicht müde. Eine super Idee in den Sand gesetzt. Wo bin ich denn jetzt? Mir tut alles weh. Ach, das hat mir gerade noch gefehlt. Hey du, lass mich in Ruhe. Ich warne dich. Den Gesichtsausdruck kenne ich doch. Weg! Hui, hui, du bellst den falschen Baum an. Lecker rote, lecker blaue. Kann ich reinkommen? Rein, Domin. Nein, kannst du nicht. Kann ich reinkommen oder nicht? Nein, ich zieh mich gerade an. Okay, du kannst reinkommen. Ich weiß, ich sehe unaus. Ich hab doch gar nichts gesagt. Du bildest dir da was ein. Suchst du vielleicht irgendwas? Nein, nichts. Sonst noch was? Ich habe schon genug Ärger. Du schaust jetzt aus dem Fenster. Wenn du siehst, dass der Wagen weg ist, gehst du runter, machst schön Schlafi-Schlafi und wartest, bis ich wieder da bin. Bussi, Bussi. Noch eins. Noch eins? Ja. Das ist wie ein Kuss auf den Bürgersteig. Bastian, ganz lieb. Ja, schon gut. Wiedersehen. Lieber, wenn er den ganzen Tag hier in der Höhle rumlungert und dir hilft bei deinem Matschplätzchen. Was hast du auszusetzen an meinen Matschplätzchen? Also, wenn wir schon dabei sind. Wir sind jetzt 2000 Jahre verheiratet und die schmecken immer noch wie Eishockey-Pucks. Eishockey-Pucks. Das ist meine Geschichte. Und dafür kriege ich euch noch. Aber Chef, die Kette! Schnauze! Wir sind doch von der Schule geflogen. Habt ihr das vergessen? Wir warten, bis der Unterricht vorbei ist.
Dann kriegt's keiner mit, wenn wir ihn draußen in die Mangel nehmen. Nicole! Rachel! Kinder! Hallo! Hallo! Wollt ihr nachher mit ins Einkaufszentrum? Meine Mom fährt uns. Stark, das machen wir. Keine Chance. Ich bin total pleite. Na, das bin ich auch. Deswegen zahle ich mit Plastik. Die kannst du dir im Direktorat abholen, junges Fräulein. Aber die gehört meiner Mom. Und wenn du dich jetzt nicht schleunigst in dein Klassenzimmer begibst, dann wird man dich ebenfalls im Direktorat abholen können. Nicole, was haben wir denn da? Gar nichts. Los, her damit. Das geht nicht. Das gehört mir nicht einmal. Das ist ein weiterer Grund. Los, lass sehen. Ich wünschte, Sie würden... Ja. Du wolltest sagen... Ich wünschte... Was? Ich wünschte... Sie würden mich einfach mal in Ruhe lassen. Lassen Sie uns alle in Ruhe. Verschonen Sie uns mit Ihrem Kamelmundgeruch. Gehen Sie wieder in Ihren Käfig. Das ist der Ort, wo Sie hingehören. Kinder, ich muss euch jetzt leider verlassen. Mein Käfig ruft nach Reinigung. Das glaube ich nicht. Tja, ich schon. Nicole, warte! Mein Kind. Hey, kann ich mit ins Einkaufszentrum? Ich denke, du bist pleite. Naja, ich werde kein Geld brauchen. Oh, wie nett. Hat deine Mutter dir endlich eine Kreditkarte verschafft? Und welche hast du? Alle, die es gibt. Okay, Balthasar. Rück raus damit. Ich weiß nur nicht was. Keine Scherze, Balthasar. Rück den Klunker raus. Ich hab ihn nicht. Filzt ihn. Wo hast du das Ding versteckt? Ich hab's nicht versteckt. Du willst es uns wohl nicht so einfach machen. Okay. Dann machen wir dir es so richtig schwer. Wir sehen einfach im Buch nach, wo die Kette ist. Und wenn wir sie haben, dann kannst du dich von deiner ganzen neuen kleinen Familie verabschieden. Alles klar. Du wartest hier, der Borkentroll. Oh, mit Will. Ist das eure Lieferung? Ja. Dann unterschreib hier. Wo sollen wir das Ding hintun? Ich kümmere mich schon um den Knaben. Den Knaben? Haben Sie nicht das Buch gelesen, das geheimnisvolle Leben der Pflanzen? Bäume sind auch Lebewesen. Ach ja? Also mal ganz unter uns. Der hier wäre in einer Häckselmaschine besser aufgehoben. Hey, pass auf! Guten Flug gehabt? Klotz nicht so doof. Komm schon, wir fahren. Sind Sie weg? Du hast es geschafft. Na, das ist ja vielleicht eine komische Gegend, eure Menschenwelt. Wie hast du mich gefunden? Och, ich bin einfach immer meinen Zweigen nach. Ein Glück, dass nur ein Wachs im Telefonbuch steht. Sonst hätte ich mir noch die Wurzeln heiß gelaufen. Ah. Nicht schon wieder diese Geröllhalde. Die hat mir gerade noch gefehlt. Nach Hause gehen. Hey, au, runter von meinen Wurzeln. Du bleibst bei Junior, okay? Psst, nach Hause gehen, nach Hause. Aufhören, still jetzt. Ich hab doch eh schon... Wohnt
hier an Bastian Bugs? Ja. Gut. Danke. Hier, bitte unterschreiben. Sicher. Danke. Einen schönen Tag. Gleichfalls. Vorsicht, Lebewesen, bitte nicht schütteln. Nein! Ah! Meine Nase! Ich halte mich aus! Ah! Hier gibt's doch keine Toilette! Ich muss so dringen! Bastian, da ist ein Päckchen für dich gekommen. Und da scheint etwas, wie soll ich sagen, etwas Sprechendes drin zu sein. Ich muss, hörst du? Das muss wohl der Papagei sein, den ich bestellt habe. Papagei. Im Übrigen, weißt du, wo Nicole ist? Sie wollte noch ins Einkaufszentrum gehen. Zum Einkaufen. Alles klar. Bis dann. Also sowas. Psst. Seid still. Ah. Guti? Nein, wir müssen los, und zwar dringend. Nein, wir müssen ganz dringend. Mit der Schachtel unterm Pass sehe ich aus wie Schachtelhalm. Richtig, es ist ja Karneval. Ich hab's. Wenn euch jemand anquatscht, sagt ihr einfach, Süßes, sonst gibt's Saures. Süßes, sonst gibt's Saures. Mir brauchst du keine Sprüche ins Astloch zu legen. Ich bin 300 Jahre älter als du. Ja, und am Ende landest du in einem botanischen Garten. Süßes, sonst gibt's Saures. Also gut. Süßes, sonst gibt's Saures. Süßes, sonst gibt's Saures. Wie geht's? Ist das echt? Mein Kostüm ist echt. Wo hast du deins denn her? Aus dem Fundus? Das ist wieder mal typisch. Sieht selber aus wie eine zu groß geratene Blattlaus, aber ich finde sie echt. Das stellt dann ja die Zweige auf. Was für ein Hammer! Okay, kommt, Kinder. Balthasars Schwester ist direkt über uns. Das sitzt einfach perfekt. Ich wünschte, ich hätte dieses Kleid. Oh, du siehst einfach klasse darin aus. Es gehört dir. Nimm es einfach. Könnten Sie es mir einpacken mit einer flippigen Schleife? Eine flippigen Schleife? Also ich weiß nicht. Es herrscht furchtbar viel Betrieb. Oh, ich wünschte wirklich, Sie würden es machen. Rot? Oder blau? Rot. Oh! Oh, seht euch das an. In der Gartenabteilung gibt's lauter Sonderangebote. Okay, wir sind hier nicht zum Einkaufen. Wir teilen uns auf. Wenn ihr Nicole findet, dann bringt ihr sie sofort hierher. Pass auf ihn auf. Na toll, lässt mich einfach mit diesem Mini-Erdrutsch allein. Ach, wir schauen Spielsachen. Ja, komm, ja, komm. Ja, erwarte bloß nicht, dass ich hier auch noch die Windel wechsle. Also gut, Sie können es einpacken. Überredet. Mehr Violett. Weißt du was, alter Mann? Solange ich Kaiserin bin, kam ich nie auf die Idee, dass man mit Hilfe des Aurins einkaufen gehen könnte. Nun, das liegt wohl daran, dass ihr für Höheres bestimmt seid, hohe Kaiserin. Oh. Okay, wir teilen uns auf und schnappen uns den Klunker. Oh, lustig. Also komm, lächle. Komm schon, tu mir den Gefallen und lächle. Wird's bald. Der Nächste. Ich. Hey, du Klops, ich bin vor dir dran. Dieses sonst gibt's Saures. Dieses sonst... Aua. Junior müde. Bastian, wann bringst du mir endlich dieses Buch zurück? Herr Koriander, haben Sie meine Schwester gesehen? Ich wusste gar nicht, dass du eine Schwester hast. Habe ich auch nicht. Ich meine,
keine richtige. Hören Sie, ich muss sie finden, bevor... Die Nestis sie finden! Ah, da ist es! Hey, komm gefälligst zurück! Ich hab's! Nicole, wo ist das Aurin? Er hat's gerade geklaut! Oh, ich hab das Aurin! Ich hab das Aurin! Hast du gedacht, du Riesenmutter? Nicole, schnell, sie hat das Aurin! Ja, sie hat es! Jetzt können wir richtig loslegen! Zurück in die Gartenabteilung. Wo sind sie hin? Ich weiß nicht. Die haben sich wohl mit Hilfe des Aurins weggewünscht. Und was passiert, wenn du das Aurin nicht wiederkriegst? Ist dir klar, was du angestellt hast? Jetzt geht es mit der ganzen Zivilisation von Phartasien den Bach runter. Und vielleicht mit unserer gleich dazu. Ich hoffe, dir hat dein Einkaufsbummel Spaß gemacht. Oh, Nicole. Jetzt werde ich die Geschichte weitererzählen, Balthasar. Hörst du mich, Kaiserin? Dann pass auf, Wilma. Ich bin der neue Hüter des Buches. Aber mein Name ist nicht Wilma. Hey, oh. Du! Schwellschädel, drückter Kopf. Oh, und alter Mann, du kriegst gleich noch mehr Gesellschaft. Dann hat Bastian also versagt. Dann wird das alte Phantasien, so wie wir es kennen, nicht mehr existieren. Ja! Komm schon, Borki! Warte, ich muss meinen Parkschein erst abstimmen lassen. Hör gefälligst auf, uns so durchzurütteln, du holzköpfiger Riesentrampe! Hier herrscht ja das totale Durcheinander. Hunderte von Menschlingen wollen alle ihren Airbag zur selben Zeit ausprobieren. Diese Wesen sind doch verrückt! Warum sind auf einmal alle so fies? Herr Koriander? Hey, Chef! Was ist mit dem Glücksdrachen? Oje, oje, also das ist nun nicht gerade meine Lieblingsstelle in dieser Geschichte. Das Glück hat ihn wohl verlassen. Da vorne sind sie! Bastian! Wieso weiß ich nicht, wo du bist? Da draußen herrscht der reinste Weltuntergang. Wie oft muss ich dir denn noch sagen, dass du mir Bescheid geben sollst, wo du hingehst? Cool, wie siehst du denn aus? Nicole, würdest du jetzt bitte dein Zeug selbst tragen? Schatz, woher hast du das Geld für die ganzen Sachen? Die sind mir geschenkt worden. Das ist dir geschenkt worden? Nicole, mein Schatz, ich verstehe nicht ganz. Die Geschäfte haben also einfach beschlossen, die Hälfte der Ware an Nicole zu verschenken. Sag mir die Wahrheit, kleines Fräulein, und zwar sofort. Ich hab's mir einfach gewünscht. Was? Barney, gib mir doch zumindest die Chance, es zu erklären. Schau du mir ja nicht vor, was ich tun soll, Jane. Seht ihr? Ich wusste, dass es so kommen wird. Hier geblieben, du kommst sofort zurück. Dad! Das Nasty hat Kontrolle über dich. Lass dich nicht von der Finsternis leiten. Komm, wir gehen. Das ist ja so cool. Lass sie rein, du alter Kugelkopfknacker! Aber meine Kaiserin, ihr sagtet doch keine billigen Anspielungen! Na, dann verklag mich! Felsenschnäuzchen, kommst du mal her? Was ist denn jetzt schon wieder? Da! Ist das alles, was du zustande bringst? Schwach! Na, warte! Nicole! Nicole, warte! Nicole! Nicole! Hey. Lass mich in Ruhe! Deine Mom und mein Dad machen sich die Hölle heiß. Das ist mir egal. Es darf dir nicht egal sein. Wir sind immerhin eine Familie. Nein, sind wir nicht. Es ist besser, wenn es so läuft, wenn es gleich geschieht.
Wenn was gleich geschieht? Sie sollen sich streiten und sich scheiden lassen. Meine Eltern haben sich nur gestritten, immerzu. Zuerst hat mein Dad mich angebrüllt. Dann wurde nur noch geschrien. Verstehst du, es geht schon wieder los. Das ist nicht wahr. Das Nasty ist daran schuld. Wir müssen was dagegen machen. Dagegen kann man nichts machen. Ich hab's versucht. Ich hab alles versucht. Es hat nicht aufgehört. Sie haben sich trotzdem scheiden lassen. Das ist meine Geschichte. Ich werde es nicht dazu kommen lassen. Bastian! Bastian! Hast du dir wehgetan? Was ist passiert? Ich dachte, du hättest einen Stromschlag abgekriegt. Ich zitter noch vor Schreck. Bastian, ich werde dir helfen, das Aurin zu finden. Warum solltest du mir helfen? So kriegt deine Mom wenigstens ihr dämliches Nähzimmer wieder. Bastian! Bastian! Was ist? Sehe ich zu unausfindig? Hör auf damit! Zu unangesagt, zu uncool? Ich hab die Nase voll, du verzogene kleine Mistgöre! Hör auf damit! Das Nasty ist dafür verantwortlich, nicht du! Du würdest dich nie so benehmen. Du bist viel zu liebenswürdig dafür. Oh, sicher. Ich will, dass es dein Zimmer bleibt. Tut mir leid, dass ich so gemeine Sachen zu dir gesagt habe. Ich möchte, dass du mein Bruder bist, okay? Du willst mich wirklich als Bruder? Ja, ich wollte nur nicht, dass mir wieder wehgetan wird. Worauf warten wir dann noch? Gehen wir's an! Junior will heimgehen. Ja, ist ja schon gut, Kleiner. Ich vermisse Fantasien auch. Genau wie wir! Sei brav. Dann gehen wir nachher noch mal in die Spielzeugabteilung. Aber lass das Gebrüll. Mit einem Zweig schiebt der Borkentroll die Mülltonne beiseite. Und auf einmal stehen sie mitten in dem Versteck der Nasty. Oh. Der Borkentroll. Oh nein, das ist ein Hinterhalt! Finger weg von meiner Borke! Ich bin 300 Jahre alt, etwas Respekt, wenn ich bin. Wie Bussi? Ha! Mama! Ha! Hilfe! Überall sind diese großen Tiere! Nein, Hilfe, Hilfe! Hier waren sie plötzlich verschwunden. Die müssen doch irgendwo sein. Wenn ich ein Meter größer wäre, würde ich dich pulverisieren. Hast du das gehört? Dieser Feigling. Die Mülltonne. Ich bin auch so nicht zu unterschätzen. Komm nur her, wenn du dich traust. Bastian! Balthasar. Wieso hat das so lange gedauert? Was habe ich denn da über deine Mami gelesen? Und deinen Daddy? Die Lage sieht ja nicht gerade sehr rosig aus bei dir zu Hause. Und du bist der Grund dafür! Nein. Du selbst! Und du auch! Schieb das nicht mir in die Schuhe. Ich habe euren Eltern nicht diese Worte in den Mund gelegt. Die haben sie selbst ausgesprochen. Ist dir denn wirklich alles egal? Ja. Immerhin musst du später auch noch in der Menschenwelt leben. Wenn du alles zerstörst, musst du auch drunter leiden. Und du, ihr alle! Er hat recht, Chef. Gib ihm die Kette zurück. Ich will nicht, dass meiner Mutter irgendwas zustößt. Soll ich dir was verraten? Deiner Mutter ist schon was zugestoßen. Was? Du! Ich hab das Aurin! Ich hab das Aurin! Wir! Na ja, jetzt haben wir sie wieder! Oh, oh Mist! Ich wünschte... Nicole, das Buch! Du bist ein Mordstyp, Balthasar. Aber nur, wenn du die Kette hast. Leg sie weg. Leg sie weg. Dann sehen wir ja, was für ein Mordstyp du bist. Und zwar vor deiner Schwester. Tu's nicht, Bastian. Du hast doch das Aurin. Du kannst ihn in eine Ente verwandeln. Nur Angst, Jan, Bastian. Mutig legt Bastian die Kette weg. Dann setzt ihn in die Praxis um. Sein jahrelang Karateunterricht. Karateunterricht? Haha, Karateunterricht. Jaut Slip auf und bricht in Gelächter aus. Nicole, was soll das? Ich hatte nur 2 Stunden. Bastian fängt an zu kreisen und wartet auf den richtigen Moment, um anzugreifen. Oh, nur Angst, die haben Bastian. Oh nein, bitte versuch. Tut mir leid, aber das steht hier so. Es ist mir egal, was in dem Buch steht. Ach, was denkt ihr denn? Ich will mir
doch meine Äste nicht. Und ganz plötzlich sieht es so aus, als wäre Bastian zu einer tödlichen Mischung aus Bruce Lee, Steven Seagal und Jean-Claude Van Damme geworden. Keine Angst, Chef, das ist doch nur ein Bluff. Was du jetzt drauf hast. Bastian pariert Slips Angriff und kontert mit einem Kick, der Slip ins Aus befördert. Komm her, ich mach Hand. Kommst du allein zurecht oder soll ich dir... Bastian wendet sich von Slip ab und erledigt Doc mit einem traumhaften Flugkick. Jetzt ja, bin ich Taurus! Bin ich! Fuchur! Sie sehen Fuchur und laufen so schnell sie können. Ja, ist ja schon gut. Hurra! Nach Hause! Gib mir die Kinder! Naja, vielleicht lieber nicht. Oh mein Gott. Was ist... Oh nein! Was ist denn jetzt schon wieder? Für Barney und Jane hatten sich die kurzen Flitterwochen inzwischen in einen wahren Albtraum verwandelt. Nach nur einwöchiger Ehe war Barney schon so weit, Schluss zu machen. Lass mich sehen. Und drüben bei den Felsenbeißern sah es genauso schlimm aus. Oh, Papa. Hör zu, Weib, ab sofort werde ich meine Felsen woanders essen. Schön, verlass mich nur. Schön? Oh nein. Was haben die mit meiner Geschichte gemacht? Das ist ja alles schon passiert. Und lass dich nie wieder blicken. Sicher nicht. Keine Angst. Nein, Papa. Nicht weggehen von Mama. Nein, ich träume nur. Nein, Daddy, geh nicht fort. Nico. Fuchur ist jetzt hier. Wir müssen die Phantasia zurückwünschen, bevor wir uns um die Nasties kümmern. Ach, du wirst mir fehlen, mein Junge. Wiedersehen, Borky. Du wirst mir auch fehlen. Du auch, Fuchur. Wiedersehen. Jetzt ich. Ja, du auch, Junior. Wieder dem Bastian. Junior, jetzt heimi gehen. Okay, alle Mann in Wunschposition. Viel Glück, mein Junge! Wir wünschten, dass in Phantasien alles wieder so wird wie damals, bevor die Nesties es überrollt haben. Ein glückliches Phantasien! Willkommen zu Hause. Ich hab's gewusst. Dr. Dumont hat ja gesagt, dass wir das hinkriegen. Ich hoffe nur, du hast aus der ganzen Sache was gelernt, Kleiner. Mama. Man muss vorsichtig sein mit dem, was man sich wünscht. Ich zum Beispiel habe ihr nur wenig gewünscht. Ich habe neue Blätter gekriegt. Das ist ein völlig neues Lebensgefühl. Wieder den Borki. Ja. Oh, da ist dein Mama, Daddy. Mama, Papa, ich. Geh dir nach Küssen, Junior. Bin heim. Mein Baby. Junior. Oh. Welche Freude. War alles ein bisschen aufregend, aber mit den neuen Blättern sehe ich doch gleich 100 Jahre jünger aus. Bastian und Nicole. Hallo. Nicole, du kennst ja meine Freundin Marsha. Ja, tue ich das?
Ja, natürlich. Na, dann beeilt euch mal lieber. Ihr wollt doch nicht zu spät zur Englischstunde kommen. Um Himmels Willen, nein! Natürlich noch, nein. Nein, nein. Bis dann. Auf Wiedersehen. 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 Na, Schwesterherz, wie gefällt dir das Ende? Das warst du? Ja. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende, junger Mann. Geht nur zu. Also dieser Teil der Geschichte ist mir immer der allerliebste. Alex make a lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. The feeling that I'm under. Yeah, planning gonna make it happen. Take the world in the love embrace. Fire all of the guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. To be wild, born to be wild. I'm on the mission of love. I'm on the mission of love. Saving the dreams of the new generation. Of love in my mind, left a world of confusion behind. I heard the Empress appeal to my heart, safe and pleasure from falling apart. I'm on a mission, I'm on a mission, I'm on a mission of love. I'm on a mission, I'm on a mission, I'm on a mission of love.
break the magic spell and say,